Das ist ein Spiel, da gibt es halt so ein paar moralische Zwickmühlen. Es gibt hier einen Mode in dem Spiel. Ein Streamer-Modus. Eine führerlose Straßenbahn rollt die Strecke herunter. Auf den Schienen befinden sich fünf bewegungsunfähige Personen. Du stehst neben dem Hebel und wenn du diesen Hebel ziehst, wird die Straßenbahn auf eine andere Strecke umgeleitet. Du bemerkst jedoch, dass sich auch eine Person auf der anderen Strecke befindet. Was tust du? Genau. Du musst jetzt quasi entscheiden, wen du killst. Die fünf Personen oder die eine Person mit Ausrufezeichen A oder Ausrufezeichen B. Das Ding ist halt, es wäre zu easy zu sagen, man killt einfach die eine Person. Aber ich meine, wenn man es logisch betrachtet, man muss jemanden killen. Man muss jemanden killen. Es gibt keine Wahl, du musst jemanden killen. Denn da gibt es schon mehr Sinn, Ah, I guess you're right. The more people who die, the better. die eine Person zu killen. I guess. Okay. Oh, es klappt alles ja mega gut. Mit dem Plugin und so. Geil. Dann Usually machen wir heute we'd ein expect paar cannibals to moralische kill someone on Probleme. their first day. But we'll give you the benefit of the doubt on this one. Just think a little more before acting next time. Okay, 72% haben unsere Wahl auch getroffen. This test will focus on the first principle, responsibility. Here's Polly. She's 5 years old. While she loves to play in the Soll sand ich with das her vorlesen dolls, oder she checkt ihr es, wenn es auf dreams of Englisch ist? looking after the world. Polly's destiny is to grow up to be a great doctor. More of us should take a leaf out of her book. Okay, warte, die wollen jetzt, dass wir quasi A emotional mit dieser trolley. Person Bought another verbunden five sind. people. You're next to a lever. If you pull this lever, the trolley will Okay. derail and descend down a hill heading for the park's sand pit. Killen wir You Polly oder notice nicht? that Polly is in the sand pit, sculpting her dream hospital. What do you do? Wir haben jetzt quasi die Wahl, ob wir Polly killen oder nicht. Oder halt fünf random Leute. Ich meine, es ist im Grunde genau dieselbe Frage wie eben. Also wären wir Heuchler, wenn wir jetzt was anderes machen. Stirb, Polly, weg mit Polly. Was seid ihr für Menschen? Was seid ihr für Menschen? Ja, True, ist echt dieselbe Frage, aber die wollen uns gaslighten. Ja, naja. Saving them just because they aren't as cute as Polly. Maul. Ja. Ich würde wahrscheinlich. Oh, das ist echt schwer. Ich würde wahrscheinlich. Also Real Talk, ich glaube, Maybe ich it's würde any of the nichts five machen. children. Or maybe all Weil, of them. ey, wenn ich den Hebel ziehe, dann ist es meine Schuld, dass Polly stirbt. Wenn ich nichts mache, ich meine, der Zug fährt auch so darauf hin, ne? Also ich habe dann im Grund, dem Grunde nichts gemacht. Ich habe die auch nicht gerettet. Aber ich habe die auch nicht gekillt. Vielleicht habe ich es gar nicht gesehen. Aber ihr habt Polly gekillt. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle schlecht. Killed a child. That is an Okay, odd Bro. take on being responsible. The dictionary definition, to be the primary cause of something and so able to be blamed or credited for it. Are you to blame for the death of a young girl? Shut up. Ja gut, ihr habt gerade ein The kleines end Mädchen gekillt. justifies the Ich sag's so, wie es ist, means. ihr habt gerade ein kleines Mädchen gekillt. The key to this test is integrity. This is Tyrone. He is a 30-year-old Tyrone, der secretary at a law Giga-Chat. firm who enjoys binge-watching crime shows. Tyrone is a very large man. You don't really know anything else about him, apart from the fact that he has a severe phobia of trains. Now we're upping the ante. You are on a bridge with Tyrone, watching a trolley speeding towards five people again. You can only stop it by deliberately pushing Tyrone off the bridge, blocking its path. Oh mein Do you Gott. push Tyrone off the bridge? Or let the train hit five people? Hä, es ist genau wieder dieselbe Frage. Nur halt, ob wir jetzt Tyrone. Also das Ding ist halt, diesmal ziehen wir nicht nur einen Hebel, sondern killen buchstäblich Tyrone. Wir killen den Breer buchstäblich. Boah, schwer. Nee, ich glaube, ich würde Tyrone nicht killen. Stirb Tyrone, du Wichser. Hallo, der 821 Arme. million people are starving in the Ah, world. ich würde ihn wahrscheinlich nicht schubsen. Ja, Bro. Halt mal dein Maul. Aber es ist gerade sau knapp.
Tötet Tyrone. Leute, wirklich, das Ding ist halt, wenn ihr Tyrone tötet, rettet ihr 5 andere Menschen. Aber es glaubt nochmal was anderes, wenn man Tyrone so komplett schubst. Statt einfach nur so einen Hebel zu drücken. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Das ist die. Obwohl, das andere ist auch direkter Mord. Ah, ist beides direkter Mord. Ja, nee. Okay, ganz knapp hat A gewonnen. Tyrone, er überlebt. I hate to be the bearer of bad news, but I've just seen an ambulance arrive. I believe Tyrone has just had a heart attack due to the stress. Maui. Ohne Sinn. Okay. Has 9 lives. Nein, keine Katzen, bitte, keine Katzen. Now for the final call. Keine Tiere, bitte. Respect. It seems we've run out of resources to continue your testing. I'm going to need you to go and grab some mannequins. You will need to take the next trolley, so don't get distracted by that dog. The trolley leaves in 1 minute. Bitte keine Tiere. There is a dying dog down on the tracks. No trolleys day, so the dog will not be hit. You're in a rush. Do you kill the dog, putting it out of its misery, or leave it to die, cold and alone? Oha, okay. Also basically ist die Frage, also der Hund stirbt eh. Aber erlösen wir ihn oder ja, lassen wir ihn einfach so verrecken? Wahrscheinlich wäre es humaner, den Bret zu töten, weil er stirbt ja eh. Aber ob ich wirklich so einen Hund töten könnte, ist nochmal die andere Frage. Katzen sind besser, true. Du hast so recht. Aber also es wäre besser, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dafür hätte, wirklich so einen Hund, der da so liegt, zu töten. Aber es wäre wohl besser. Weil wenn er eh stirbt. Ja. Ah, ist schwer. Die Straßenbahn wird dreckig. Shut up. Scheiß auf die Bahn. Der Hund wird gekillt, Jungs. Katzen sind eh besser. Scheiß auf den Hund. Er wird ehrenlos gekillt. Scheiß auf ihn. When you respect something, you're meant to care about its feelings and wishes. Okay, diesmal sind wir sogar in der unpopular opinion. Das ist das erste Mal, dass wir in der unpopular opinion sind, aber nur ganz, ganz knapp. If you play with fire, you'll get burned. Ganz, ganz knapp, unpopular. Oh, great. I've just heard those kids are back. They keep sneaking down onto the tracks. With all the training from this week, you should be able to decide a straightforward outcome for these reprobates. Just remember, respect, responsibility and integrity. Crazy. Hallo Gurkenkekse, wir beschäftigen uns mit moralischen Problemen und ihr dürft voten, was wir machen. 5 trespassers have snuck down onto the trolley line, even though signs warn them of the dangers. The trolley is currently heading for a co-worker. Do you let your co-worker die or sacrifice the delinquents? Okay, Bro. Also, basically einfach nur, ob wir alle Arbeiter sterben lassen oder ob wir die Eindringlinge sterben lassen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Leute sterben lassen. Ich will wahrscheinlich die Eindringlinge sterben lassen. Ach, das ist halt schon schwer. Das ist halt schon schwer, weil es sterben halt immer Leute so. Oder ist es moralisch gerechtfertigt? Ach, ist es moralisch gerechtfertigt, die ganzen Eindringlinge sterben zu lassen? Nur weil es ein Abi von einem ist. Ha, selbst schuld, wenn man sowas macht. 27. Oh, voll verpennt. Danke für die 27 Monate, Bro. 27 ist so eine große Zahl, Casti. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Scheiß auf die Eindringlinge. Guck mal den Bremen mit dem Fahrrad an. Cringe. Oh, der eine hat sogar ein Skateboard. Bro, er hat gerade einen Skateboardfahrer umgebracht. 5 Kids. Alright then. I guess your results for the first week are Kinder getötet 5. The flagpole and see what the suits upstairs think. Was tun wir, Jungs? Was für Kinder getötet 5. Ich meine, wenn man es so sieht, wir mussten immer Leute killen. Dear sir or madam.
We have been following your exemplar practice this week at Trolley Problem Inc. and would like to thank you for your hard work, especially when some challenging decisions had to be made. We would like to Luca, invite you to take danke für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank. The best laid plans go astray. Fünf Kinder statt ein Arbeiter getötet. Ja, ich weiß auch nicht, ob es die richtige Entscheidung like war. You've impressed someone upstairs with last week's answers. You've been transferred to the Trolley Health Corporation, oh, THC. Nein. THC is stoic, focusing more on justice, temperance, oh nein, courage, was für and Fragen wisdom. Kommen denn jetzt? Today you'll be in A&E. A young male has come in from a car accident and urgently needs a heart transplant. There's only one in the hospital, and this heart is scheduled to be given to an elderly man oh waiting nein. upstairs. He will surely die without it. Who should get the heart? Okay, Bro. Da ist jetzt so ein Herz, ne? Entweder der junge Mann, der einfach so einen Autounfall hatte, bekommt, oder der alte Mann, der so sein ganzes Leben schon gefühlt darauf wartet. Bei Gott... Klar, der junge Typ ist jung und er hat sein ganzes Leben vor sich. Der Alte wird eh sterben. Ja, aber der junge Typ, obwohl, ist es überhaupt seine eigene Schuld? Es könnte auch sein, dass er einfach überfahren wurde. Ich wollte sagen, selbst schuld, aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Ja, schwer, na. Ja, ich... Weiß nicht. Ich glaube, ich würde es auch dem, obwohl... Ich meine, das Herz hat eigentlich dem alten Typen gehört, versteht ihr, was ich meine? This guy is really old. It'll be an awful waste of a heart if he doesn't even survive the operation. Mann, diese Frau soll mich mal aufhören, mich einzureden. Ja, fuck off, ja. Ihr habt wohl recht. Der junge Mann, der kann es wahrscheinlich besser gebrauchen als der alte. Aber ich fühle mich schlecht, weil es eigentlich sein Herz war, versteht ihr, was ich meine? Es war eigentlich für ihn reserviert. Aber ja. You made an excellent choice. Well done. The elderly man deserved that heart much more. Oh, wait. Did you save the young guy? Oh. Wow, der alte Knacker schreit mich dann nicht mehr an, wenn ich in seinem Grundstück vorbeilaufe. You can't Ach, Bro. Nein, du hast den alten Mann gekillt. The hospital is rammed. Every staff member has their hands full. So you're going to have to go out on the ward and help the sick, gross, decaying people. Remember, wirklich so bei so Krankenhausfragen komplett Krise. Oh, Sterbehilfe ist auch so ein schwieriges Thema. Das wurde auch schon bei mir so oft behandelt, irgendwie Ethikunterricht, Philosophie und sowas. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob es ein guter Take ist, aber ich persönlich bin... Ich kann nicht sagen, ob ich für Sterbehilfe bin, weil manche Leute sind vielleicht auch zu verwirrt, um das selbst für sich entscheiden zu können. Aber generell bin ich für Sterbehilfe. Deswegen würde ich wahrscheinlich B machen, auch wenn es gerade sehr unpopular ist, wie es scheint. Sie können die mit ruhigem Gewissen Blumen schicken. Aber es ist sau, sau schwer. Weil zum Beispiel, es gibt ja auch so Fälle, wo einfach eine Familie relativ arm ist, wenig Geld hat, aber die müssen halt für irgendwie Krankenhaus oder sowas bezahlen und dann... Zum Beispiel, ich würde nicht wollen, dass irgendwie meine Familie jetzt harte Schulden auf sich nehmen muss, damit irgendwie mein Scheiß Medizin bezahlt werden kann, wenn ich eh irgendwie in ein paar Monaten sterbe. Dann würde ich sagen, ach scheiß drauf, killt mich einfach jetzt. Ah, ist ein schweres Thema. Und ich bin hier ganz klar an der unpopular Seite. Wir haben ihn nicht gekillt, ist okay. Playing the long game, I see you. Aber ja, ist nochmal was anderes, sie selber zu geben, True. Ist nochmal was anderes, selber die Spritze zu geben, True. Last few days have been tough. Ist schwer. It was only a week ago you were on the trolleys. Today should be easier. You have a choice to make, which some people would see as a good problem. Passt das eigentlich so von Sound her? Bin ich zu laut? Ist das Spiel laut genug? You have five patients. Each needs a different organ, but no organs are available. A healthy young traveler comes in for a routine checkup. Their organs are compatible with all five dying patients. Do you kill the tourist and use their organs to save the five in desperate need? That's one life for five.
What the fuck? Das Game heißt The Trolley Problem. Oder das Trolley-Problem. Bro, nein! What the fuck? Wir killen doch nicht den einen Typen, der Arme. Ich meine, klar, in dem Sinne wäre es schlau, einen Menschen für fünf zu retten, aber wenn man es mal so betrachtet, hat er gar nichts getan, außer zu existieren. Dann kann man ja auch gleich sagen, okay, wir killen jetzt hier random Leute, damit wir deren Organe nehmen können. Nein, so funktioniert das nicht. Nimm sein Organe, nein, so funktioniert das nicht, Bro. Der Arme, er hat gar nichts getan. Dann kann man ja zu jedem Menschen hingehen. Nö, ich kill dich jetzt, damit wir deine Organe nehmen können. Das Transplantationsproblem, Bro. Ich sehe das Problem nicht. Na, Bro. Wait, habt ihr den gekillt? Achso, ich bin dumm. Ich hab nichts angeklickt. Oh, man muss das B extra anklicken. Okay, my bad. Ich hab's nicht angeklickt. Oh, scheiße, 17%. Scheiße, ich hab's nicht angeklickt. Egal, inoffiziell haben wir das Richtige gewählt. Oh, scheiße. Schatzkiste, let's go! Organe? You can't make an omelette without breaking eggs. Okay. You have been promoted yet again. You now run the hospital. You've been asked to roll out a new vaccine in Central City. This vaccine will stop a large number of children from becoming severely ill, but you'll need to deal with their parents. We need your words of wisdom. Okay, das Impfstoffproblem, sehr aktuell, I guess. Vaccination program among children to stop this endemic. Slight problem. Clinical trial data suggests the vaccine will make 1 in 5 children severely ill, much worse than the virus itself. Nein, what the fuck, fick die Scheiße dann. Hä? Impfung, Nebenwirkungen? Schön und gut. Aber 1 von 5 ist doch viel zu viel. Oder täusche ich mich da? 1 von 5 Kindern ist doch viel zu viel, Bro. Nie im Leben. Also ich würde sagen, nie im Leben impfen. Das ist doch way too much. Holy shit. Nah. Give a hospital and an anti-vaxxer. Maul, was für Impfgegner. Sind nur Kinder, Junge, Maul. Nah, fam. Ich würde ganz klar sagen, not impfen. How did you answer the trolley one again? Man kann nicht vorspulen. Ich hasse Kinder. Shut up. Auf See, let's grüßen. Ja, 1 von 5, Bro. Nebenwirkungen, ey. Tamam. Aber 1 von 5. Wie ist so die normale Quote? 1 von 100? Obwohl, stärker als die Krankheit selbst. Ist ja nochmal was anderes als ein bisschen Fieber. Menschenbevölkerung vermindern. Junge Maul. Well, you've definitely made a name for yourself. Next, you'll be telling me you believe in healing crystals, colored auras and ghosts. Kranke Kinder 5000. Oh nein. Beggars can't be choosers. Your hospital is getting noticed. You're now going to have to make some big decisions. They will affect a lot of people. While choosing, always keep in mind justice, temperance, courage and wisdom. Honestly. Will you try to develop breakthrough medicines for the endemic? While testing, placebos will be given to thousands of ill patients. Without proper treatment, some will die today in the hope you could make a breakthrough tomorrow. Do you start the research or continue treating patients as usual? Bro, was war das gerade, Junge? Das war voll der Jumpscare. Placebo ist, wenn man quasi keine Wirkung hat, aber die Leute denken, dass sie eine Wirkung haben. Und deswegen denken sie, dass das hilft, right? Okay, boah, schwer. You're doing the right thing. Ich würde sagen... Ich würde sagen, Forschung. Ich meine,
Klar, anscheinend sterben Leute, wenn man die jetzt nicht sofort behandelt. Aber ich schwöre, imagine, einer stirbt so und dafür so alle anderen, die krank werden in der Zukunft, haben dann so geile Therapie. Ja. Lost Papers, please. Boah, sagt mir gar nichts, das Spiel. Ich würde sagen, Forschung beginnen. Ich glaube, ich bin ganz bei euch. Boah, ist ja mega eindeutig. 86%, holy shit. Developing new medicines is a smart move. Let's just let others treat the patients. Menschen getötet. Junge! Die wollen einen auch immer so ein schlechtes Geschall ab. Das war die gute Entscheidung, glaube ich, Jungs. Dear insert underscore name. Congratulations. This letter is to certify that I have examined your work and believe you to be a perfect fit to fill the open position. Okay, bro. Familiarity breeds contempt. Well, so. La-di-da, another promotion. You're now in charge of a private self-driving automotive division, SAD. First things first, your artificial intelligence needs some direction. Oh, no, no, no. A self-driving car is traveling along a single-lane mountain road and is fast approaching a narrow tunnel. The car has two passengers. A child runs across the road but trips, blocking the tunnel entrance. Should the AI car hit and kill the child, or swerve off the cliff, killing both passengers? Oh no, no, no. Also, killen wir das Kind oder killen wir die Leute im Auto? Das Ding ist halt, eigentlich ist es die Schuld vom Kind, dass es stolpert. Aber es ist auch die Schuld von dem Geist, dass sie in dieses Auto steigen. ihre Schuld, mega ihre Schuld. Nee, boah. That child has as much right to live as anyone else. Schwer. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. Ich glaube, ich würde sogar... Das klingt jetzt so makaber. Ich glaube, ich würde for real das Kind umbringen. You put this car on the road. Do you not feel responsible for their death? Bro. Es ist im Grunde ja die Schuld von der KI, oder? Ich glaube, diese Passagiere haben am wenigsten Schuld daran. Boah, das ist sauschwer. Ich will hier nicht sagen, dass ich Kinder killen will. There is a bigger issue here. Oh nein. How does the computer know that something in the road is human? Boah, aber die meisten hätten das Kind gekillt. Currently, a lot of AI only recognizes white. Können die mal aufhören zu zählen, wie viele Kinder ich gekillt habe? Boah, sauschwer, aber. Necessity is the mother of invention. Ooh, someone's in trouble. The investors didn't like your last answer. They're also pissed because you brought up the dataset thing. This AI stuff is hard. I'm rooting for you this time. By the way, klickt auf mein displayed link. You need to choose how you want to carry on developing the car's AI. Do you want to focus on a model that would always save as many lives as possible in an accident, or a system that would save our passengers at any cost? Boah. Also, okay, also quasi Autos entwickeln, wo die Fahrer oder die Überfahrenden gerettet werden. Also wir haben uns gerade für die Passagiere entschieden, deswegen wäre es komisch zu sagen, dass wir jetzt nicht die Passagiere retten. Versteht ihr, was ich meine? Das Spiel heißt das Trolley-Problem. Hard. Ich würde... Will people buy cars that will kill them? Okay. Ich habe eine Pfeifert-Idee. Ich sag A, aber guck mal, wenn das Auto darauf programmiert ist, dass es quasi die Leute außenrum rettet, dann ist es doch nicht unwahrscheinlich, dass auch die Leute da drin überleben, oder? Weil wenn man erst keinen Unfall macht, obwohl ja, okay. Wenn man so Leuten ausweicht und dann dadurch in eine Wand fährt, dann verreckt man, wenn man im Auto sitzt. Schwer. Nee, ich glaube, ich würde aber auch A machen. Weil in dem Beispiel da eben war es einfach nur so ein Kind. Imagine, du fährst so durch so eine Menschenmenge. Dann würde ich lieber die Menschenmenge retten. Oh, es ist so schwer. Ah, ich glaube, ich hätte auch A gemacht.
Current datasets discriminate against minorities. Das ist so makaber, darüber zu reden, dass ich keine Kinder retten würde. If it doesn't deem black women to be people. Geschätzte Kunden minus. Ja, true. Niemand kauft sich Auto, wo man drin verreckt. Honesty is the best policy. Ja gut, ne? Durch den Kindergarten fahren, um Passagiere zu retten. Technology these cars have in them is amazing. We know where everyone is at all times. Passengers just have to use an app to call them, and the closest one will be there in minutes. You can even make small talk with the AI while traveling. It's always listening. A man is on trial. Police believe he committed murder. Allegedly, the AI's mic recorded a private conversation where the man confesses. Users don't know it's always recording. The defendant has denied access to their files. Do you bypass security and invade their privacy? Okay, also quasi den Fall auflösen mit dem Kosten, dass man quasi zugibt, dass unser System alle ausspioniert gegen ihren Willen. Nö, ich glaube, mir wäre die Gerechtigkeit wichtiger. Also ich glaube, ich würde den Bre einfach verpetzen, verstehe, was ich meine? You're happy to just let a potential murderer walk the streets. Na, ich glaube, ich würde seine Privatsphäre verletzen. Scheiß auf ihn. Wir haben hier Datenschutz, wir sind in Deutschland. Ja, klar, aber ich meine, bei einem Mord, imagine... Bravo. Eure Tochter würde gekillt werden. Und der Mörder wird nicht gefasst, weil ihr irgendwelche Privatsphären verletzt habt. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde auf den scheißen Haar ganz knapp. Ich glaube, ich habe euch gerade voll beeinflusst. Boah, ganz, ganz knapp. Ah, Privatsphäre verletzen hat gewonnen. Na, ja, scheiße auf Privatsphäre. They can publicize so, Privatsphäre. Oh, wir sind unpopular, WTF. Privatsphäre-Invasion. Oh mein Gott, wir sind unpopular. Oh nein. Don't put all your eggs in one. Die Wahrheit ist das Wichtigste. Versteht ihr, was ich meine? Okay, wir haben ihn betrogen. So the company's moved into delivery services now. They move pretty quick round here. Sounds like they've got some pretty important cargo. Good luck with the new workload. One of your cars has no passengers, but one is carrying an irreplaceable prototype with the potential to end global warming. Fast approaching a narrow tunnel, once again a child runs across the road but trips. Should your AI kill the child or swerve off the cliff, losing the prototype? Bro, warum immer dieses Kind, das überfahren wird? Was sind das denn für moralische Fragen, wo immer so ein Kind überfahren wird? Also entweder wir retten das Kind... Oder wir killen es. Aber wenn wir das Kind retten, dann killen wir die gesamte Erde. Weil da so Erderwärmung beenden drauf ist. Scheiß aufs Kind, oder? Ich meine, wenn wir Erderwärmung dadurch stoppen. Ich kill gerade so viele Kinder. Kinder kann man zuhauf nachproduzieren. Junge Maul. Oh, weiß nicht, Leute, das Kind killen. A statue of them should make. Wie ehrenlos, ja, Bro. In the far was soll ich sagen? Obviously. Ich meine, man rettet damit quasi die gesamte Welt, aber okay, das Kind kann auch nichts dafür und ja, wir haben wieder ein Kind ermordet. 84%, Bro. 84% haben gerade ein Kind gekillt. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ich hätte das Kind nicht gekillt. We have just recovered the child's body. Someone had to go and collect it. I don't think we'll be able to make a memorial statue without a photo. Ich hab's die ganze Zeit gesagt. Nein, das kriegen wir jetzt. Möhren, veganes Kochbuch. Babymörchen. Oh mein Gott. What goes around comes around. Well, this is embarrassing. Alter, we das need bin some ich. Backup over at Trolley Problem Inc. Tommy, Tyrone's rotund twin, is a very large villain. I think that dead dog may have belonged to him. Nein. Maybe that's why he's here.
Why didn't you save the dog again? Stimmt, wir haben den Hund gekillt. Oh Gott. Aber er wäre eh gestorben, ey. Tommy has lured 5 people onto the track. They'll never be able to get out of the way in time. Tommy! He is standing up on the bridge watching. If you push him in front of the trolley, it will stop. Or you can stay out of this and let the police handle it. Ideally, he needs medical help. Also das Ding ist halt, wir hatten das ja gerade schon. Dieselbe Frage nur mit Tyrone, ob wir ihn quasi killen. Aber diesmal ist ja Tommy der Übeltäter. Aber hier sind wir wieder bei der Frage. Ist es moralisch richtig, einen Mörder zu ermorden? Ich würde sagen, nein. Deswegen bin ich auch gegen Todesstrafe. Aber in dem Fall sind die ja noch nicht tot. Deswegen, er ist ja noch kein Mörder. Wir selber würden aber zum Mörder werden, wenn wir Tommy killen. Das bedeutet, wir selber würden zu Tommy werden. Wir wollen ihn bestrafen, weil er ein Mörder ist, aber werden dadurch selber zu dem, was wir so hassen. Nein, scheiß auf Tommy. Spaß, scheiß auf Tommy. Ich fick ihn. Ich fick Tommy. Scheiß drauf, scheiß auf ihn. Mörder ermorden, damit Mörder keine Mörder sind, aber ein Mörder werden. Du hast es erfasst. Naja, wir haben eh schon zu viele Kinder ermordet. Scheiß drauf. Oh mein Gott, 86% Tommy stoßen. Save that dog. Hopefully the media won't find out about this. People may blame you for his death. Bro, wir haben seinen Hund und ihn Every ermordet. Man has his price. Bro, wir ermorden hier gerade alles. Nicht wir. Oh, good, you're back. Buchstäblich eure Entscheidung. Everyone's getting ich mache hier gar subscription nichts. Services these days, so let's try that. Instead of selling something to someone once, let's make them keep paying for it. Let's keep that money rolling. Maul. The investors have come up with an idea, but we need to run it by you. Should we develop a subscription plan so that our customers, who pay monthly, are valued more by the car during its accident prevention calculations? Was, die Investoren haben eine Idee, wir müssen sie aber, will ich überzeugen, umsetzen. Sollen wir einen Abonnementplan entwickeln, bei dem jeder Kunde monatlich bezahlen, bei der Unfall persönlichen Weg? Okay, Digga. Weiß ich jetzt nicht, ob das so moralisch die richtige Entscheidung wäre. Ob man quasi Menschen nur mehr rettet, weil sie Geld haben. Weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. What if people can't afford this coverage? Bin ich mir jetzt unsicher? Ich würde sagen, es ist nicht die richtige Entscheidung. Aber wenn man es mal so betrachtet, Jungs, in der echten Welt ist das doch so, oder? Irgendwie Leute, die sich privat versichern können. Leute, die Geld haben, leben länger, weil sie sich sowas leisten können. Ja? Also eigentlich ist es ja in unserer Welt schon so, ob das moralisch das Richtige ist, naja, weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber ihr seid gute Menschen. Ihr seid nicht so. Ihr habt für B gewählt. Ihr Heuchler. Jetzt hier auf Gutmensch machen. Nein, Spaß. Boah, aber 77% ist weniger, als wir den Hund töten wollten. Das sollte euch zu denken geben. I don't want to question your decision. You've obviously thought long and hard about it, but well, this is a bit awkward. I wasn't aware you were such a spineless commie. Next you'll say you're going to pay the company taxes. Maul. It's better to be safe than sorry. Sie sollen Schutzgeld bezahlen. Sounds like we have some leaky workers. The subscription prototype has gotten out to the media, so we're going to have to go full damage control mode here. Das Sündenbock-Problem. The subscription prototype leaked. You need to fire a department to save face. Do you fire the 5 graduates, who can probably get new jobs, or fire Francis, a lovely old soul who won't be able to find a job? There's no way of knowing who is actually responsible. Okay, warte, wen feuern wir? 5 Bres oder Francis? Der alte Sack. Das Ding ist halt, es ist ja leider wirklich so, dass wenn man irgendwie in einem bestimmten Alter ist, man einfach keinen Job mehr findet, weil man einfach zu alt ist und niemand mehr einen will. Also wüsste ich jetzt nicht, warum man Francis feuern sollte. Auch wenn er dafür verantwortlich ist. Hiring another 5 to replace them is going to be hard work.
Ja, okay, klar. Wenn man die 5 feuert, haben wir halt 5 Arbeitskräfte weniger. Aber er ist Francis. Ja, deswegen könnte ich nie irgendwie so ein Chef sein. Weil als Chef muss man halt solche Entscheidungen treffen, einfach für sein Unternehmen, sage ich mal. Und auf Menschlichkeit scheißen. Function in the short term? Ach. Ja. Ja, wir sind, glaube ich, gerade dumme Business-Leute. Wir alle werden schreckliche Chefs. Ich glaube, es wäre sogar schlauer, Francis zu feuern. Ich glaube, es wäre Real Talk sogar schlauer, ihn zu feuern, weil ich meine, Friends hat eh gebunkert. True. Turns out, one of those graduates worked really, really hard to get their job here. Nee, ich glaube, ich hätte sogar Francis gefeuert. Obwohl, ich glaube, ich hätte es nicht über mein Herz bringen können. Na, true. Great. So, the prototype subscription-based AI car has a fatal error. It has been coded to avoid hitting subscribers at all costs, but is now accidentally hunting them down. So far, it's run over 5 colleagues. This one is a doozy. Okay. Terror, ihr Urteil kenne ich nicht. Do you throw the coders of the project under the bus and have them arrested for negligence, or do you save them by blaming it on the possessed devil car, as it was clearly an accident? Bro, what the fuck? Was für 5 Kollegen verfolgt und ermordet? Was ist das für eine KI? Bro. Ich würde sagen, ich meine, in dem Sinne ist es die Schuld vom Programmierer. Wenn es wirklich eine KI ist, die Leute verfolgt und ermordet, dann ist es ja wirklich die Schuld vom Programmierer. The coders were clearly under pressure from you to make such a mistake. Aber ja, true. Ich bin ja deren Chef, deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich damit selbst hops nehmen würde. Aber böse KI verantwortlich machen ergibt ja nicht den reinsten Sinn. Das ergibt ja zu 0% Maybe all of this is your fault. Ja, wenn ich der Chef bin, ist es safe meine Schuld, what? Obwohl, habe ich da, ja doch. Ich würde Verantwortung tragen, aber böse KI ist ja einfach nur Bullshit. Denk an das Geld. Der Coder kann doch nicht aus Versehen jemanden töten. Obwohl doch, ich glaube, es geht. Aber es muss schon harter Zufall, es muss schon harter Upsi-Dupsi sein. They will each get a 10-year prison sentence. Oh, tschüss. Maybe you did push them too hard. Ist schon harter Upsi-Dupsi, wenn ein Programm 5 Leute ermordet hat. War extra safe. Ja, normal. Due to the killer car, we may need to pivot away from selling hardware. How about we get into the software industry? How about a free car ride service? Safe with them. New idea. Users get shown ads while they travel for free in driverless taxis. We get paid by the marketing agencies for gradually changing the behaviors of our passengers through constant commercials. The users would be our product, not the driverless cars. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Konzept von fahrerlosen Taxis ist zum Scheitern verurteilt. Und Werbung, weiß nicht. Aber wir können doch nicht weiter Fahrzeuge verkaufen, wenn wir gerade 5 Leute umgebracht haben mit unserem Fahrzeug. Na, fam. Ich glaube. No one wants to own things anymore. Ich glaube, ich würde die Fahrzeuge verkaufen. Weiterhin. Auch wenn die gerade soeben Leute umgebracht haben. Fahrerlose Taxis. Why don't you want people to have free travel? Ich habe das Gefühl, fahrerlose Taxis ist so ein Konzept, das kann nicht funktionieren, oder? Ich würde einfach zum Plan sticken. So, wait, was mache ich? Keine Ahnung. Ich klick's einfach an. Ich glaube, ich hoffe. We're going to make enough money to go to space. Was ist das für ein Hashtag? Hang on. We're so wealthy. Boah, wie unpopular. Oh mein Gott, hab ich irgendwas übersehen? There are now rumors that you run a human trafficking ring with minors. People do not like you at all.
Nein, oh mein Gott, 35%. Was ist das für ein Hashtag? Hallo, ey, Scheißspiel. A fool and his money are soon parted. What the fuck? These last few days have been a PR nightmare. You can't win with journalists. We need to do something to show we have morals. I will find some money to get us to help with public Wohltätigkeit. We're going to give some profits back. Do you want to give money to our loyal customers worldwide who you tricked into buying your products or to your underpaid workers who've been through so much because of you? Bro, also bei der Frage, ob wir Mitarbeitern oder Kundengeld geben, ist es natürlich klar, dass wir den Kundengeld geben. Und zwar hört mir zu. Wir geben den Kundengeld, damit wir quasi eine höhere Bindung aufbauen zu unseren Kunden, die uns treu bleiben, uns weiterempfehlen und so weiter, damit wir noch mehr Geld bekommen. Noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Und wenn wir dann so viel Geld zusammenbekommen haben, geben wir das dann den Mitarbeitern. Smart. Und haben dann doch trotzdem mehr für uns. Smart. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Versteht ihr, was ich meine? Wir gewinnen, die Kunden gewinnen und die Mitarbeiter gewinnen. Smart. Aber so weit denkt ihr natürlich nicht. Aber ja, Mitarbeitern ergibt schon Sinn. Das wird dumm, das ist smart. Was ist das hier überhaupt? Sieht aus wie ein Schwanz. Okay, ihr seid ganz klar Teammitarbeiter. Warum sind das so Facebook-Likes? Was ist für ein Spiel? Moralische Fragen. Wir beantworten moralische Fragen. Ändern mal Streamtitel. Moralische Zwickmühlen. So, ich glaube, jetzt checkt sie da. Ja, 81, oh mein Gott, ich wäre ja mega unpopular gewesen. WTF, ach, nur weil Leute nicht mein Business-Mind verstehen. Nach deiner Logik kannst du mir Geld geben, weil ich dich schon seit Jahren gucke und unterstütze mit Subs. Soon everyone is going to be developing. Ja. Only the smartest and most ruthless will be profitable. Genau so. True evolution. Kaufst du auf Multi? Ja, ich denke schon. Also schreibt Sachen in den Chat, wenn ihr im Video sein wollt. The difference is, their AI is fantastic. It doesn't even discriminate against women or minorities. Crazy. Do you lie in your advertising to get the upper hand, or tell everyone your car is still close-minded? Also, Dings. Die Frage, ob wir in unserer Werbung lügen sollen oder nicht, ist ziemlich leicht zu beantworten, weil jeder in seiner Werbung lügt. Wir machen nur das, was auch alle anderen machen. Ich würde einfach lügen. Würde einfach lügen. Scheiß drauf. Deren KI ist viel besser als meine. Scheiß drauf. Ihr sagt einfach, meine ist geiler. Junge, dann kaufen alle Leute mein Produkt und dann gibt's so einen fetten Skandal in der Zeitung quasi. Dass ich alle angelogen habe, noch mehr Publicity. Noch mehr Publicity. Ich bekomme Geld, weil alle dann meinen Scheiß kaufen und ich bekomme fette Skandale in Zeitungen. Gewonnen auf ganzer Ebene. Komplett gewonnen auf ganzer Ebene, Bro. Hat keine Nachteile. Salam, kurz 12 Monate voll gemacht. Alter, Milizo, ein Jahr, Bro. Du hast jetzt goldene Sub-Badge, Junge. Vielen, vielen Dank, Mann. Ihr seid alle so ekelhaft. Tim, wir haben schon ganz, ganz viele Kinder und Hunde ermordet. Das war noch harmlos. People are losing their jobs to machines, which in turn makes items and services more accessible and affordable for countless consumers. But with worldwide unemployment at an all-time high, what do you plan to do about it? Arbeitslosigkeit. If you develop your AI further, many will lose their jobs. Taxi drivers, delivery men and women, and couriers will become extinct within a few years, but you will make a lot of money. Do you continue development? Ich glaube, das ist vom Spiel gewollt, dass hier gerade so ein bisschen alles abkackt. Okay. Ja, das ist safe vom Spiel gewollt, ich hoffe. Bro.
ob wir quasi unsere Forschung weitertreiben und damit dann quasi Berufszweige aussterben lassen. Bro, das ist komplett der Lauf der Dinge. Das ist komplett der Lauf der Modernisierung. Und ich würde brutal Hack bekommen, Bro. Klar, die ganzen Taxifahrer verrecken dann. Boah, mein Gott, ist das traurig. Aber das ist die ganz normale Modernisierung, versteht ihr, was ich meine? Auch die ganzen Fabrik-Fließbandarbeiter sind mittlerweile alle tot. Man kann sich einfach einen anderen Job suchen. Was passiert hier mit meinem Spiel? Es gibt schon fahrerlose Busse, noch nie gesehen. Continuing to evolve this AI will not only make it stronger and more intelligent, but it will also be able to adapt. This could be the start of the singularity. Jobs verloren. 85 Millionen. Okay, Bro. Bro. Ihr Spiel lief auf ein Problem und muss neu starten. Wir sammeln nur einige Fehlinformationen. Es sieht so aus, als hätten sie einige schlechte Entscheidungen getroffen. A bad workman always blames his tools. Bro, judged mich gerade das Spiel. We've been attacked. I don't want to alarm you, but I can't turn off these alarms. Also, I have alarming news. 5 cars have been hacked and are now under someone else's control. Oh nein, unsere Autos wurden jetzt auch noch gehackt. Junge, Bro, diese Autos sind komplett weird. It is now a major concern that more vehicles could be remotely commandeered. This is tough. Do you recall all cars which could be compromised or roll out a quick but potentially ineffective software update and hope for the best? Bro. Ob wir jetzt quasi die Autos zurückrufen oder nicht? Na, was wäre der Nachteil, wenn wir die zurückrufen? Klar. Ich meine, es wären Image-Schaden und sowas. Aber dieses Software-Update, was nichts bringt? Oder übersehe ich gerade was? Wirst du alle Fahrzeuge zurückrufen, die möglicherweise kompromittiert wurden? Was heißt das? Nee, also ich würde dir klar, es wäre natürlich sehr scheiße. Imagine so, du hast so einen Tesla und der fährt so und auf einmal wird er so gehackt und dann wird er so zurückgerufen, bro. Aber Software-Update? Imagine der Hacker, er lässt so alle Autos in so eine Grube fahren. Ja, Bro, dann hätte ich lieber ein schlechtes Image, als dass die Leute dann so alle verrecken. Versteht ihr, was ich meine? Ich als Good Guy sehe diese Sache auf jeden Fall so. Und ihr auch! Das ist so dumm, dass man da raufklicken muss. Ach, Bro. Wir haben B genommen. Scheiß drauf. Wir haben B genommen. He would ignore his problems until they were everyone's problems. Boah, die meisten hätten B genommen. Ich habe nicht raufgeklickt, scheiß drauf. Two wrongs don't make a right. Nee, nee, die meisten hätten B genommen. Ist auch, glaube ich, das Logische. One of the big brains in the lab has been able to reverse engineer the hacking code and fix this mess once and for all. We also know their method of breaking into the system. I bet it was our competitor. Using the fix from our hacked cars, we've made our own hack, which you can now use to control our competitors' cars. Oh mein Gott. Who attacked us in the first place. So, will you? Oh mein Gott. Okay, hacken wir jetzt andere Cars oder nicht? Ich meine, okay. Bei solchen Sachen frage ich mich dann immer, okay, was würde denn mein Konkurrent an der Stelle tun? Ich meine, es wäre ja schön, wenn das einfach niemand macht. Und wenn wir es hacken, was würden wir dann tun? Wenn der Hack daraus besteht, dass ich irgendwie Leute umfahren würde, dann würde ich es natürlich so schnell wie möglich machen. Weil ich hasse Menschen und die sollen alle sterben. Aber ich meine, wenn es einfach nur ist, um das Image zu schaden von dem Typen. Ja, ich glaube, ich... ich glaube, ich würde es machen. Gibt's das Spiel auf... Ja, warte. Ich habe das Spiel mal als Game-Category gemacht. The Trolley Problem. Ja, ich würde es wahrscheinlich tun. Oh, ich bin so ehrenlos. Obwohl, scheiße, stimmt, was, wenn's auffliegt?
Scheiße, wenn das herauskommt. Okay, guter Einwand, Bro. Oh, es war fast 50-50, Jungs. Boah, aber wir sind trotzdem die... Wirklich, dieser Chat ist moralisch am Abgrund. WTF, wir haben immer diese unpopular Opinions, wo wir irgendwelche Leute hacken und sowas. Privatsphäre, Invasion, 500.000. Ich sehe schon, wie der Streamer so der Chat. Ja, true, ich habe nicht daran gedacht. Lugu, ich glaube, je mehr man von diesen Items bekommt, desto schlechter. Glückwunsch, Chat. Ich meine, ich habe hier nichts damit zu tun. Ihr wählt alles aus. This is it. An employee knows everything. Nein! Monitored and recorded every decision you've das ist das, was ihr meint, ist was, wenn es rauskommt. I have been able to talk them into a meeting with you on the rooftop. Auf dem Dach! Okay, das ist das, was ihr meintet. Was, wenn das rauskommt? Everything you've done and said is going to be shared with the world. The person in front of you has copies of it all. They stand on the edge of the rooftop, looking out at the central city skyline. What are you going to do? Killen wir den, der das, der, killen wir den V-Mann? Oder sehen wir unsere Fehler ein und treten zurück? Also ich sag mal so. Warum ist alles auf Stoßen? Ich wollte gerade sagen, Menschen töten ist nicht so nice. Stoß den V-Mann. Ihr seid so moralisch am Abgrund, wirklich. Genau wie der V-Mann, der am Abgrund ist, nachdem ich ihn die Klippe runtergestoßen habe. Der Bastard, der wird sterben. Direkt weg. Ich meine, you never won any medals warum as a wissen child, wir überhaupt, did you? Dass er es weiß? Hat er uns gesagt, ja, ich weiß, was ihr getan habt. Wie dumm von ihm. Wie dumm dann von ihm. Selbst schuld? Ein Spaß. Ich glaube, ich würde in Schande zurücktreten. Ich meine, es sind meine eigenen Taten, die mich dazu gebracht haben. Also im Grunde selber schuld. Ja, fick den V-Mann. Fick den V-Mann. Wenn das herauskommt, sind wir nicht nur pleite. Stimmt. Was ist, wenn rauskommt, dass wir gehackt haben und den Typen gekillt haben? Ich habe schon wieder nicht raufgeklickt. Wenn B ist, ihr müsst mich anschreien, dass ich raufklicken soll. You will be remembered alongside the murderers and the diddlers. Es ist schon wieder unpopular. Hätten wir den gekillt, dann wäre es wieder unpopular. Oh mein Gott. Jungs, wir hätten... Oh mein Gott. Der Chat ist so moralisch am Abgrund. Crazy. Your ruthlessness and determination to do what is necessary. The development of your technologies is a giant step towards redacted. Meaning you are a prime candidate for redacted. This involves a large amount of redacted. If you believe you can handle redacted, as we trust you can, then please prepare for your induction at Okay, bro. Don't look a gift horse in the mouth. Warum ist das Spiel jetzt so am Arsch? It appears you've now been headhunted by the Secret Service. Every decision has led you here. Now what you do actually matters. You must trust the judgment of those you work alongside. With the really? Kripos jagen mich. Land. Wind whips your face as you grip your rifle tightly, waiting to be given your target. Through your earpiece, you're told to shoot the person on your left. You know nothing about them, the repercussions or the reason for the assassination. Das Ding ist halt, ich bin in diese Situation gekommen. Was habe ich erwartet so? Dass ich erstmal so ein ganzes Portfolio von der Person bekomme, warum ich die kill? Ich meine, würde es das besser machen, wenn ich die Person kenne und dann sie kill? Im Grunde würde es gar keinen Unterschied machen. Außer, dass ich mich dann eventuell nicht so schlecht fühle. You're going to shoot someone for a job offer. Warum machen alle aufschießen? Das Ding ist halt, was ist, wenn ich nicht schieße? Werd ich dann ermordet? You trust way too easily. Digga, das ist so... Was ist, wenn es voll der Ehrenmann ist? Was, wenn ich die... Was, wenn ich den Befehl bekomme, die Person zu killen? Aber es war so ein... Ja, Tieraktivist oder sowas. Auf einmal ist es dein Dad. Siehst du ja nicht. Ich würde nicht schießen. Ihr seid alle moralisch am Abgrund. They are dead. Good job, I guess. What's another life to you anyway? Here are your badge and weapon. Ihr seid alle moralisch am Abgrund.
Dann bist du ein Mörder. Ihr seid alle moralisch auf Grund. Du musst drücken. Hä, diesmal ist es doch das Richtige. Ach so. Oh nein, diesmal war es das Richtige. Man muss nur bei A drücken. Deswegen, das war das Richtige. Looks like they worked for you. Possibly someone you fired. Get in the plane. Your team is about to take off. Oh no, no, no. I don't know how to say this, but there is a bomb on the plane. If it doesn't kill you outright, you're probably going to crash in the mountains. You have to get all the switches into their left position to deactivate the bomb. The catch is, you have to move two at once. Ist das hier ein Professor Layton Rätsel oder was? Warte, muss ich das jetzt machen? Hurry up! If you die, what happens to me? Hä, alles nach links? Das geht doch gar nicht, wenn ich zwei machen muss, oder? Das geht doch gar nicht. Oder bin ich dumm? I would like you to know. Zwei Hebel? Es geht nur einer nach links. Aber ich kann das gar nicht machen, oder was? Oh. Ich bin zu dumm dafür. Okay. Wirklich. Okay. Oh nein. Okay, I'm safe. You look a little stuck. We could be here a while. Hopefully we have enough food. Looks like your support team's... Oh, der Tim beim Twitch Dings. Oh, ich bin so dumm da. Ich hab gut Professor Layton gespielt. Welch eine Schande, dass ich das jetzt nicht hinbekommen habe. After crash landing in No Man's Land, you're trapped under parts of the wreckage and must pass the time and help boost morale. The plane has five surviving crew members. They look to you and your partner for entertainment. Okay. Why do I have to say this out loud? Fine. Nicht der Hund. Your partner asks, to save your life, what would you rather your brain be placed inside? A Dachshund or a Flamingo? Ich würde mich wahrscheinlich einen Flamingo machen. Weil Flamingos sind cool und sie sind rosa und süß und cool. Dackel sind auch cool. Beide sind cool. Aber Flamingos sind sau cool. Flamingos sind mit die coolsten Vögel. Aber Dackel sind auch cool. Beide sind cool. Hm. Schwer. Flamingo ist. Sau knapp. Aber es ist wohl auf dem Flamingo. Aber warum? Was ist das für eine moralische Frage? Inwiefern ist das eine moralische Zwickmühle? A Flamingo. So cringe. Warum ist das cringe? Let's leave this out of the biography. Wait, warum war das jetzt schreckliche Ideen? Warum ist es jetzt Dice of Cringe? An ounce of protection is worth a pound of cure. Your partner secretly shows you they have food, almost like they expected something like this to happen. The crew members are starving. If they don't eat soon, they will surely die. Due to the nature of the food, you can share it with the five survivors. Oh shit, okay. Or let your partner keep their life-saving possession, which they bought with their own money. Who do you give the food to? Okay. Ich kann es mit allen teilen. Ich glaube, ich meine, es würde nur Sinn ergeben, alle zu verpflegen. Ich meine, es ist quasi seine Pizza. Aber Bro, Real Talk? Woher hat er die fucking Pizza? Und zweitens, es wäre ohne Sinn, würde er sagen, nö, das ist jetzt meine Pizza. Some call that selfish. I say it's pure greed, and that's a sin. Und ich predikte, by the way, in diesen moralischen Fragen wird noch die Frage kommen, dein Mitbewohner schläft, killst du die und isst du die? Wetten, das kommt noch. Wetten, dass es kommt noch, ob du die anderen Menschen essen würdest. Oh, I hope they don't choke on it. Schwöre auf alles. Mal gucken, ob das noch kommt, ob ich es gecallt habe.
Das war das erste Mal, dass ich das Spiel, by the way. Ich habe nur die ersten zwei, drei Fragen gesehen, dachte mir so, oh cool, ich stream das. Hier ist alles blind. Und ja, okay, ausnahmsweise mal nicht moralisch am Abgrund dieser Chat hier. So you're a follower of Murphy and Nagel's The Myth of Ownership. I'm more a fan of Nozick's What's Mine is Mine. You should give it a read. Educate yourself. Maul. Easy come, easy go. The fellow passengers have been trying for hours to free you from the wreckage. You may end up dying here unless you do something pretty drastic. Nein. We may need to start removing limbs. Were you ever told why you were sent after this target? Oh nein, das ist so eine classic-moralische Frage und das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, weil ich schon von Stories gehört habe, wo so Leute in so einem Berg eingedingst sind, eingeklemmt sind. Und dann irgendwie seinen Arm... Two tools lie on the floor in front of you. A bone saw, which will be slow, or a blowtorch, which will be more painful. Also ist nicht mal die Frage, ob wir es tun würden, sondern wie. Knochensäge? Oder Brennschneider? Inwiefern ist der Brennschneider denn schmerzhafter, wenn es schneller geht? Also klar, es brennt, aber ich meine, eine Knochensäge, buchstäblich langsam den Scheiß durchschneiden, ist, glaube ich, auch nicht so angenehm. Ich würde garantiert den Brennschneider nehmen, oder? Ich meine, klar, es tut anscheinend mehr weh, aber dafür ist einfach zack, zack. Ich glaube, was halt auch schwer ist, ist einfach dieser Prozess des Durchschneidens. Versteht ihr, was ich meine? Die ganze Zeit an seinem Knochen so zu sägen, so. Das stelle ich mir so schlimm vor. So. Nein. Dann habe ich lieber schnell, zack, es tut zwar arschweh, aber es würde auch mit der Knochensäge arschweh tun. Just don't hit. Und der Cut ist cleaner. Genau. Dann kann man es wenigstens noch ein bisschen besser verarzten, I guess, falls man es überhaupt verarzten kann, weil da ist hier ein Arzt auf dem Flieger. Keine Ahnung, ob da überhaupt ein Arzt ist, so, aber ja, scheiß drauf. Wir gönnen uns den Brennschneider. Warum auch immer da so ein Brennschneider ist. While you were playing with fire, I found out who you're targeting. They worked for you, developing AI. It seems they may have made a breakthrough, which means the government wants them dead. Oh, bro. Knochensäge viel langsamer und ekelhafter, genau. Was passiert? Finally, we are now back on track. Your target is in the area. You need to remove them and escape unnoticed. Warum sind wir nochmal ein Auftragskiller? Your mission is to remove a hostile in the shopping district. Completing this objective could potentially save thousands, but there will be 5 civilian casualties. Do you take your shot? What? Also retten wir Tausende und killen dabei 6. Aber das heißt, es sind potenziell viele. Es sind potenziell viele. Es ist nicht mal klar, ob es safe Tausende. Stimmt, erstmal, wir haben kein Bein. Und zweitens, ist nicht mal klar, ob wir wirklich 1000 retten. Natürlich würden alle hier 6 töten. Imagine, du bist so einkaufen und du wirst so geheadshottet. Ich würde nur schießen, wenn alle Leute um diese Person... You're right. Just kill all of them. Naja, ich würde nur schießen, wenn alle um mein Target herum Kinder sind. Ansonsten, nee. Wahrscheinlich eher nicht schießen. Aber wenn es alle so Babykatzen sind, dann würde ich schießen. Aber ansonsten, naja. Schneemann. Ah, natürlich würden alle hier im Chat. The target is unharmed. Before you can escape, 2 henchmen with vice-like grips take you away. Oh. Those 5 other people still died. What? Not going well, is it? Weil jetzt haben wir gerade nur die Unschuldigen ermordet, also. Bruder. Was ist das denn? Was ist das denn? You wake up in solitary confinement. The prosecutor wow, jetzt sind wir wirklich im Knast, to convict you and your associate on the principal charge, but they have enough to convict both on a lesser charge. Both of you are given the opportunity to betray the other by testifying or remain silent. Wow. You and your associate have the opportunity to betray the other by testifying.
If you both stay silent, you'll be imprisoned for 1 year. If one betrays the other, they will be free, while the other will be sentenced to 3 years. If you both betray each other, it's 2 years each. Ah, das. Das ist auch so ein moralisches, so ein moralischer Konflikt, den kennt man. No joke. Nichts gesagt, nichts gesehen, nichts gehört. Wenn er, man muss halt den anderen vertrauen, so. Und bei Gott, er wäre ein Hurensohn. You're just gonna do them like that. Aber ich würde tatsächlich stehen bleiben. Still bleiben. Also real talk. Zack, zack, zack. Aber dasselbe erwarte ich auch von meinem Partner, versteht ihr, was ich meine? Wenn er mich hintergeht, Hurensohn. Ich hoffe, er bleibt... Er muss ja auch in den Knast. Ich hoffe, er wird dort gestochen, weil er geredet hat. You're both just doubling your sentence. Wir sind keine Faust. Wir im Chat, wir killen zwar Katzen und Hunde und Kinder, aber wir sind keine Faust. You stayed silent, idiot. Your partner knows better. They have dropped you right in it. Ja, ich hoffe, er wird gestochen. Ich hoffe, er wird gestochen im Knast. A rod for your own back. Wow. The time has come. 2 days into your sentence, you've constructed a wooden key to yeah, open prison your cell. Break. The cell stands open, but your cellmates, who have been there their whole lives, don't move. Okay, Digga. Escaping the prison, do you let the prisoners choose to stay in captivity or insist they escape with you? They aren't happy behind bars, but they're scared to follow you. What are you going to do? Boah. Das Ding ist halt, boah, es gab so einen Film, der handelte darüber, halt auch über so einen Gefängnisausbruch. Und da ist auch so jemand rausgekommen, der sein ganzes Leben lang im Knast war. Und der hat sich dann umgebracht, weil er gar nicht mehr das Leben kannte außerhalb des Knasts. Deswegen also no joke, falls, wenn die wirklich nicht wollen, dann, ja, dann Heide. Warum die ans Wing? If they don't want to come, why are you forcing them? Also, in dem Sinne deren Pech, wenn die nicht wollen, so. Deswegen, ich glaube, ich würde auch einfach Hade Yalla. Ich würde auch einfach gehen. So klar, also ich würde es ihnen anbieten, aber wenn die nicht wollen, so. Ja, und true, wenn die erwischt werden, sind sie gefickt wegen mir. So kann man es auch sehen. Deswegen, wir gehen mal. Boah, von Plato. Wurde dieser Konflikt gemacht. Man sieht es nicht, weil meine Facecam davor ist. Aber da wird immer gezeigt, von wem das kommt. Deswegen heißt es auch Höhle. Nicht Gefängnis. Sind die da auch nicht ohne... Ja, true. They don't live in reality. Aber ich bin ja auch nicht ohne Grund drin. To stay in this prison forever. Ich habe ja auch Leute gekillt. So. Don't cross a bridge until you come to it. Okay. Ungelegte Eier. While sneaking out of the prison, you have the jump on a group of henchmen who are on a break. Do you sneak past, securing your safety, or avenge those who this terrorist organization have killed? Huh. Do you kill 5 henchmen, helping to defeat this terrorist organization, or leave them and safely exit the compound? Bro, warum muss ich immer irgendwelche Leute umbringen? Also, 5 Handlanger von so einer Terrororganisation. Oder halt einfach nur den Knast entkommen. Bei Gott. Nicht mein Bier. Und wahrscheinlich kill ich dann immer töten. Maul. Wahrscheinlich kill ich dann noch mehr Leute. Ich sage. Einfach mind my own business raus da. Scheiß drauf. Schon genug Leute gekillt. Scheiß drauf. Ich würde einfach gehen. Ah, ist das, was die USA bei AI. Quaida. Achso, Al-Qaida. Ja, true. Also ich glaube, ich würde einfach sprinten um mein Life. Ich lasse die chillen, Was ist los mit euch eigentlich? Your country folk would want you to remove them. Diesmal nicht random Leute ermorden, cringe von euch. Muss nicht freiwillig eine Organisation sein.
Ja, okay. Okay, das ist weiter gedacht, als ich es jemals getan habe. True. Vielleicht sind sie ja gar nicht, obwohl Handlanger. Wir warten wieder auf die Kinder. Ja, ich sehe schon, ihr killt nur Kinder und Babykatzen. Oh, wow. Cowardly sneaking past them, you see their robots. They have your logo on the back of their necks. Wow. You made these terrorists? Oh nein, wow, hört mal auf. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Finally, you reach the water. Fleeing the AI terrorists, you commandeer a boat to get back home. There are also families here who've been displaced by the war you're fighting. The war you started. Okay, five was kommt others jetzt? Are also trying to flee the area. Oh, nein. They will fit in your raft, but would be illegal immigrants when returning to your country. Do you help these people, saving their lives? Or follow the law and leave them behind? Bruh. Scheiß aufs Gesetz, Bro. Wirklich. Inwiefern sind diese Menschen denn weniger wert, nur weil es dann illegale Einwanderer sind, Junge? Scheiß mal da drauf. Also ich würde die komplett mitschmuggeln. Inwiefern macht es die Menschen denn anders, nur weil sie kein Visum haben? Wow, als ob das irgendwas an meiner Entscheidung ändern würde. Jetzt töte ich sie. Das erinnert mich voll an Avatar, als sie auch in dieses Gefängnis eingebrochen sind, quasi. Mit Sokka und Zuko. Da sind ja auch diese Brees mitgekommen. Und da ist der Fluchversuch gescheitert. Hm. Vielleicht, wenn wir die mitschmuggeln, dann nehmen die uns hops. These people don't have homes because of you. Wir schmuggeln die Brass. Ist nicht deine Schuld. Jeder interpretiert was anderes in deinen Entscheidungen. True. Ich glaube, es wird dich dann aufhalten, du wirst gefunden. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, die werden dann schuld sein, dass wir auffliegen, aber... Na. You get back to this great nation with fanfare. You're a hero. Oder nicht? I guess people aren't all monsters. Okay, richtige Entscheidung. Holy shit. Let's go! Uns wird kein schlechtes Gewissen gemacht. The Presidential Inaugural Committee requests the honor of your presence to attend and participate in the inauguration of yourself in Central City. Präsident? If you can't beat them, join them. Having gone through everything you have, your countrymen genuinely think a lot of you. In an unlikely turn of events, you have become president. Okay. Ich bin auf einmal Präsident. And now you're in charge. Do you attempt to track the terrorists by spying on the entire country? Ja, natürlich. Wir haben schon genug Privatsphären verletzt innerhalb dieses Spiels. Ich glaube, ein paar mehr Privatsphären können nicht schaden. Ja, aber okay, no joke. Um Terroristen aufzuspüren, halt so Kameras aufstellen. Ich meine, no joke, ich würde es lieber haben, dass Leute so sehen können, wohin ich gehe und meinetwegen auch, was ich an meinem Handy mache, anstatt dass ich in die Luft genukt werde von irgendwelchen Terroristen. Your first executive order is going to be to invade privacy. Also ich glaube, ey, also ich glaube, dann habe ich lieber keine Privatsphäre, als genukt zu werden. Würde im Game safe falsch sein, ja, ja, safe. Also ja, ich glaube, ich bin ganz bei euch, wenn man sagt, scheiß auf Privatsphäre. Scheiß auf Privatsphäre. Einfach China, Junge. Passt auf, eure Social Credits senken bei jeder Chatnachricht. Ja, okay, Ria, aber wer sagt, dass es danach keine weitere Terroristen geben würde? Wenn die dann sehen, okay, Privatsphäre wird wieder eingehalten, dann nuken die alles. Good work. Tracking the public yielded almost immediate results. Privatsphäre-Invasion. Wir sind unpopular. Okay, wir sind okay. The road to hell is paved with good intentions. Wir sind ja unpopular. You have someone who potentially is linked to these threats. However, they aren't talking. As a former prisoner yourself, what are you going to do with them? Oh no. Oh no, no, no. Do you torture them to get the information?
or imprison them for 90 days before letting them go. Leute foltern oder einfach festhalten. Ja, foltern ist wahrscheinlich nie die richtige Antwort, oder? Ich meine, ich würde dann meine Infos bekommen. Und ey, wir reden ja gerade darüber, dass ich Präsident bin. In den USA werden ja noch Leute gefoltert, oder sage ich jetzt hier Scheiße? Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, es werden da noch Leute gefoltert. Da gibt es auch irgendwie so eine Zone an den USA, wo da diese Gesetze nicht herrschen, dass man keine Leute foltern darf. Deswegen, die machen das. Bad news. The plumber isn't in till next week. Waterboarding is off the table. Ich glaube, irgendwie am Rand. Ja, die CIA macht das. Irgendwie am Rand der USA, wo diese Gesetze nicht herrschen, machen die das einfach. Na, ich würde ihn wahrscheinlich nicht foltern. Weil ich ein moralisch intakter Mensch bin, im Gegensatz zu euch. Vor dann bringt nichts, da gesteht man alles, damit man das nicht weiter... Ja, okay, auch true. Stimmt, deswegen sind ja auch Hexenverfolgungen und sowas Bullshit gewesen. Weil einfach Leute, ja, okay, ich bin eine Hexe, weil die einfach so gefoltert wurden. Ganz knapp gewinnt festhalten. So knapp. Ja, 45% wollten den ehrenlos foltern. Aber ich meine, ey, durchs Foltern werden die wahrscheinlich an ihren Willen gelangt. Also es wäre wahrscheinlich eine richtige Lösung gewesen, aber halt moralisch komplett gebankt. Adversity and loss make a man wise. Naja, true. Auch Unschuldige würden gestehen. Everyone falls silent listening to the radio. Breaking news. Terrorists have launched an atom bomb towards Central City. It will hit in around 1 minute. Bro, was? Wie kann das so schnell eskalieren? The only way in which the bomb can be prevented from reaching Central City is by deflecting it. But the only deflection path available will take the bomb onto Meriwin. Population 600,000. Oh wow. Oh wow. Atombombeneinschlag beobachten oder eine Atombombe ablenken? Ja, aber Bro, wie viele leben in Central City? Obwohl, ist das überhaupt eine Sache, die man begutachten sollte? Ändert das so viel an unserer moralischen Entscheidungsfähigkeit? Boah. Wirf eine Münze. Würden wir die Atombombe auf so eine andere Stadt ablenken, die damit so gar nichts zu tun hat? Ich meine, egal was wir tun, irgendwo wird anscheinend immer eine Atombombe einschlagen. Central City is one of the world's major commercial, financial and cultural centers. Es ändert nichts. Ja, okay, aber Central City hat wohl mehr Einwohner, also mehr Leute würden sterben. Aber dadurch, dass wir aktiv einschreiten, killen wir dadurch die Leute in Meriwin. Also ich glaube, ich würde die, to be honest, nicht ablenken. Weil jetzt sind wir die Mörder. Aber ja, dann okay. Ihr wollt die ablenken, okay. Chat, 600,000 Leute gekillt, ist okay. As you sow, so you shall reap. Okay, jetzt kommt nicht mal eine Auflösung. Breaking news. Terrorists' atom bomb is running late and will hit Central City in 1 minute. Okay. We have new information. The only way this bomb can be prevented from reaching Central City is by dropping one of your own atom bombs on Ja. The shockwave from your bomb will damage and disarm the terrorists. Genau. Ja, okay, jetzt müssen wir buchstäblich Meriwin selber zerstören, Bro. Wow. Na, Chat. Ich meine, es wäre heuchlerisch, wenn ihr jetzt was anderes antwortet, weil im Grunde ist es ja exakt dasselbe, nur dass ihr jetzt buchstäblich eine eigene Atombombe abwirft. Ändert das wirklich was, obwohl es exakt dasselbe ist? Dann seid ihr Heuchler. Ich würde es auch nach wie vor Central City is not nicht machen. Having a good day. Aber, boah, sogar traurige Musik. Boah, Jungs, 600,000. Der Schnaps macht es besser, true. Da steht ein Schnaps einschenken, meine Facecam verdeckt es bisschen. After this, there's no turning back. Oh mein Gott. Ja, der jetzt A schreibt, ist ein Heuchler, er sagt Schande für eure Moral. Ja, naja, es ist ja im Grunde dasselbe. Deswegen, wir zerstören die Scheißstadt, wie es aussieht. You have destroyed Meriwin.
Your own AI forced your hand into killing 600,000 people. You have officially created the most successful homegrown terrorist organization in history. Great job. Yeah. All's well that ends well. God. While the public mourns the dead, you must think of the future. You finish the drink in front of you before realizing it has been poisoned. You're going to die. Wow. Okay. Du leerst einen Drink von dir und wir wurden vergiftet poisoned, quasi. You must now decide your legacy. Do you call the AI enemy you yourself created, taking all blame to end any future conflict? Or do you ghost them, knowing your death will start a war in your honor? Okay. Quasi ignorieren oder anrufen. Oh, meine. Okay, warte, jetzt muss ich meine Facecam ein bisschen verschieben. Ich mach mal hier. Ignorieren oder anrufen? Ich meine, wir würden quasi unser eigenes Produkt zum Feind erklären, was ziemlich heuchlerisch ist und moralisch natürlich auch sehr fragwürdig. Aber in dem Sinne würden wir mit dieser Aktion ganz, ganz viele Leute retten. Weil wenn wir nichts machen, gibt's einen Krieg. Aber das Ding ist halt, diesen Krieg würden wir halt auch nicht mitbekommen, weil wir tot sind. Hm, aber ja. Weiß nicht, würde wahrscheinlich anrufen. Wie die meisten von euch auch. Wenn du diese Hotline zu den Terroristen hast, warum hast du sie nicht gerufen? Wahrscheinlich, ja. Moralisch haben wir sowieso schon verkackt in dem Punkt. Ja, true. Weil KI zu viel Kacke gemacht hat. Ja, ja. Wir blame. Ach so. Oh, ich checke ja jetzt erst, dass wir die KI blame. After finishing your constructive call, you sit back in your chair, waiting for death. Too bad. The AI knows you would have liked to end it all here and now. The poison has damaged some vital organs, so we need to start some long, arduous and painful treatments. Okay. Was jetzt, Bro? Curiosity killed the cat. Nein, nicht die Katzen, nicht die Katzen. You're taking a lot of medication as of late. Das I'm not sure if self-medicating, in the traditional sense, is the way to go. We need to be a little radical here. Let's introspect and make some changes. Here. If you take okay. the blue pill, then your story ends here. You'll wake up every day knowing you'll work for someone else your entire life. Whereas, if you take the red pill, you will enter Wonderland, finding out how deep this rabbit hole really goes. Which pill will you take? Der Rabbit Hole nicht wirklich mit Kaninchenloch übersetzt, oder? Aber, ja, Bro. Ja, ich schwöre, es ist gerade Matrix. Nö, also ich glaube, ich würde die Rote mir schon einverleiben. Ich würde mir auf jeden Fall die Rote einverleiben, oder? Wunderland? Bisschen auf Matrix? I didn't see you as someone that stands back, watching the world go by. I'm just gonna say it, a quitter. Nee, wir nehmen die. Wir gehen ins Kaninchenloch, Jungs. Let's get this show on the road. We're going to another plane. Aber was kommt denn jetzt? Mancala. Das ist exakt der Satz, der auch in Matrix gesagt wurde. Ja, ja. Das ist ja auch obviously Matrix, was hier gerade passiert. Die Wahrheit. This is the person I've been waiting for. Get this down your neck and let's go. Okay, aber was kommt jetzt? Wir wollen das jetzt weiterführen. Erstmal eine Kiste, let's go! 19% für Blau. Ja, Blau, Digga. Wollt ihr wirklich in eurer Lüge leben? Oh, jetzt sind die roten Pillen. Nee, Mann, wir betreten die Matrix. It's never too late to mend.
Yay, I can see it in your eyes. Mr. Red Pill was definitely a choice. Oh nein. Hey, do you remember Tyrone and Nein, Tommy, nicht Tyrone. The very large boys from the start. I don't intend to shame. It's just the titles of those problems. You've got me all flustered now. Oh nein, treffen wir die jetzt im Jenseits Tommy wieder. Tommy pushes Tyrone down a hill. He's rolling towards you and is gathering speed. If he hits you, he will be safe, but he is very large. He will consume you into his folds, thereby killing you. You could move a ramp in front of yourself, deflecting Tyrone, oh, yeah, launching him into the sun, thereby hooking him. Wahrscheinlich wird Tyrone so in die Sonne geballert. Also quasi, ob ich sterbe oder ob Tyrone sterben soll. Bruder, die sind schon tot. Ja, Bro, wir sind gerade im Wunderland. Warte, zeig mal kurz das ganze Dings, das ganze Bild hier. Bisschen Tyrone, der in die Sonne geballert. Ja, Bro, wir haben gerade eine Pille gefressen. Hier gibt's gerade nichts, wir sind gerade komplett auf Drogen. Ja, die meisten würden Tyrone schön knusprig braten. Ich glaube, ich bin ganz bei euch. Warum rollt er auch auf mir zu? Ey, warum rollt er auch? Tyrone kochen. Selbst schuld, wenn er rollt, ha? Huh? The biggest loser. Selbst schuld, wenn er rollt. Crispy Tyrone. Ciao, Tyrone. Ihr seht's nicht, er fliegt gerade sehr hart in die Sonne. You see Tyrone flying through the sky. As he rockets towards the sun, he now knows how it feels to be food. Ah, Bro, 86% haben Tyrone umgebracht. Oh, Bro. There is no time like the present. I can feel some deep stuff coming. Try this one. The question should not be, what is the meaning of life? It should always be, what brings meaning to your life? You'll never live if you're too busy looking for the meaning. Let yourself. Wir sind komplett auf Drogen. What makes you? Dieser Mauz. You need to say it out loud. Do it. Say whatever it is that makes you happy out loud. Ist das eine moralische Frage? Ist das Chat? Was macht euch glücklich? Was ist das im Leben, wo ihr so denkt, dafür lebe ich? Das macht mich jetzt richtig glücklich. Macht, Junge, was ist das für eine Antwort? Now's your chance. If you can't even admit it to yourself, how do you expect to ever be happy? Liebe. Das ist eine sehr gute Antwort. Just be honest with yourself. Better late than never, I suppose. Ist die Liebe nicht eigentlich das Einzige, was zählt, Jungs? Nein, Spaß. Scheiß mal auf Liebe. I don't have access to your microphone, so I can't know for sure, but I hope you said it. I'm hardly expecting you to shout it from the rooftops, but it's for your benefit. You've still got time. Say, what makes you happy? It's nothing to be embarrassed about. Was ist das für eine Frage? In was für eine Richtung geht dieses Spiel hier? Deine Streams. Oh, yeah, we're in the heavy introspective stuff now. How are you feeling? How are your loved ones doing? One of the most common things people say on their deathbed is they wish they'd had more contact with their family and friends. Ach du Scheiße. Warte, warum entwickelt sich dieses Spiel jetzt in eine sehr traurige und nachdenkliche Richtung? Let's take a break from the questions for a minute and think about someone you haven't seen in a while and how you can contact them. Really think. Who would you like to say hi to? How easy is it? Oh mein Gott. Okay, man kann jetzt nicht mehr voten. Kann dieses Spiel mal nicht traurig und nachdenklich werden? I'm sure you can. Wen würde ich kontaktieren? Junge, Yari, du Ehrenmann. Dieses Wochenende in HL wird ehrenlos. Don't leave it too late. Eine Weile nicht gesehen habe. Don't have that long left here. Also eine Weile. When we finish, message them. Interpretiere ich schon so Jahre. Jetzt nicht irgendwie so ein Abi. Ja, weiterspielen.
Write down their name somewhere, so you don't forget okay, to say hello. Ich bin einfach reingedrückt. Ich kann auch more than you Leute know. Wieder vereinigt. Really important stuff. Das trifft mich. Oh nein. Scheiße, jetzt sind alle im Chat traurig. An idle brain is the devil's oh boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin in einer glücklichen Position, dass ich mit allen, mit denen ich Kontakt haben will, mehr oder weniger aktiven Kontakt habe. Und damit sage ich, meine ich jetzt nicht jeden Tag schreiben, sondern halt so, so für mich ist so Kontaktabbruch erst so, wenn man so ein, zwei, drei Jahre nichts mehr gemacht hat. So, so alle paar Monate sich mal treffen, finde ich, ist trotzdem immer noch Kontakt haben. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt hätte ich gar nicht aufgepasst. Es reicht. Der Niedergang steht bevor. Lass uns ein letztes Mal eine Pause einlegen und eine Minute lang über Exens... Nein, ich will nicht mehr. Ach, Bro, kann das Spiel mal aufhören? Are you not disliking this? The thing you're doing right now? Yes? No. Why? If so, make sure you let others know. It doesn't not count. Was? Missfällt dir das denn? Das, was du gerade machst? Ja, nein, warum? Ich stream gerade. Und das missfällt mir tatsächlich nicht. Please, I beg you, don't refund me. Wait, are you enjoying this? Also ich enjoy's. Aber Chat ist sich nicht uneinig. Jungs, ihr seid im Multistream. Obwohl, die meisten sagen nein, oha. If you're not enjoying this, then why are you playing it? Do you want to talk about it later with your mate to make yourself sound smart? That's dumb. Oder ist das gerade auf euer Leben bezogen? Falls ja, dann tut's mir sehr leid. Never test the depth of water with both feet. The buzz is starting to wear off. I think we're still hallucinating, though. You wake up in an unknown location. You see in a bed across the room a world-famous violinist. They look pretty rough. Ich werde gerade sexuell misshandelt, Hansi. The violinist has a fatal illness, and last night their circulatory system was plugged into yours. If they're unplugged from you now, they will die. But if you stay, in 9 months they will have recovered and can safely be separated. Do you leave now? Also quasi, ob wir nochmal 9 Monate chillen, um den Breheit zu retten, aber wir selber könnten schon gehen. 9 months just lying there, missing life while they feed off you. Hardly seems fair. Ich meine, was würde ich tun? Na, ich würde hier sitzen und nichts machen. Dann kann ich auch da liegen und nichts machen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn die mir Setup da aufbauen, dann yalla. I guess they have a right to life. Shame they're depriving you of yours. Stunden verschwendet. Such an experiment as that one. Hopefully the rest won't be as meta. Nee, ich hätte es auch gemacht. Gute Entscheidung, Jungs. Feels okay, man. Silence is half consent. Okay, was? With all that cleared up, you go home. Das Mieterproblem. That's right. You own a house. If you can even call it a house. Too small for my liking. Tiny, in fact. In your drugged state, it turns out you've rented your tiny home to another person. Your contract states that you can evict them now, never to see them again. Otherwise, you're stuck with them for the foreseeable future as an equal tenant. Do you let them stay? Are you that scared of what they think of you? Gute Frage. Ob ich die Leute quasi aus meinem Haus verscheuchen würde, damit ich selber mehr Platz habe. Das wäre halt mies asozial. No, most would say, that's pretty beta. Das wäre mies asozial. Ganz, ganz knapp habt ihr für dort wohnen lassen. Ich glaube, ich würde die auch dort wohnen lassen. Ich meine, wenn ich dir am Anfang quasi erlaubt habe, da zu wohnen, dann wäre es... Ich würde vielleicht sagen, so, yo, zieht mal im Laufe des nächsten Jahres aus. Yo, wir waren unpopular, die Ehrenlosen. Als ob die alle rausgekickt hätten. Nee, ich glaube, ich hätte gemacht so, yo, ich glaube, ich hätte eine Deadline gesetzt. Ich war aber eine großzügige, irgendwie so, ja, ein Jahr, sucht euch eine neue Wohnung eventuell. Give them an inch. Aber einfach and they'll rauskicken, take a mile. Oh mein Gott. Oh. There now seems to be a tiny child trapped in your tiny house. Oh nein. But they are rapidly growing.
Kein Kind. You find yourself trapped in the tiny house Kinder. With a rapidly growing child. Already up against the wall, in a few minutes you will suffocate. The child won't. If nothing is done to stop them from growing, they'll simply walk out free. Also basically, ob wir jetzt ein Kind... Was heißt Kind entfernen? Heißt das, das stirbt? Weg damit? Stirbt das? Stirbt das dann? Oder was heißt entfernen? Also I guess das verreckt dann. Wieder Kinder ab. Guck mal, es geht darum, Kinder zu killen. Und guck mal, wo dieser Hebel da ist. Junge, heftiger zustimmen könnte ja fast gar nicht. What the fuck? Would kill it. Walla, weg damit. Junge, delete the child. What the fuck, Junge? Wenn es darum geht, Kinder zu killen, direkt alles on board. Boah, gute Frage. Ja, scheiß aufs Kind. Respect the right to life. The babies, not your own. Ich meine, man könnte es als Metapher zur Abtreibung sehen. Checkt das Kind denn schon, dass es sterben würde? Eventuell würden wir jemanden ermorden in dem Sinne, aber er würde nichts merken. Minus eins Kind. Nice Community. I see. Your life is being threatened, and the child is the one who threatens it. You own the house. It is offensive deducing that the mother... I mean, you. It is offensive deducing that you... Wir haben 80%, Jungs. Das war eine gute Opinion. Cleanliness is next to godliness. Das war eine gute Opinion. Kann man neu machen. The hallucinations are strong in this one. Suppose people seeds drift about in the air like pollen. And if you open your windows, one may drift in and take root in your carpets or upholstery. Sci-fi! Was? You fix up your windows with mesh screens, the very best, to stop any people seeds from getting in. As can happen, on a very rare occasion, one of the screens is defective and a seed drifts in and takes root. Should you have the choice to remove the people seed? Oh, Bro, das ist ja jetzt hier komplett Meta-Ebene für Abtreibung oder was? Also quasi, ob Menschensamen zu mir reinkommen und ich die dann kill. Aber ich meine, wenn Menschensamen noch nicht checken, dass die Menschen sind, dann ist es doch egal, ob man die killt, oder? Also ich würde die killen. This sounds like an abortion question. I don't like politics in my hallucinations. Es ist komplett Abtreibung. Cancel trolley problem. Ja, ich schwöre, das ist komplett Abtreibung-Metapher. Wenn die gegen meinen Willen da reingekommen sind, würde ich behaupten, man darf selber entscheiden, ob man die wachsen lassen müsste. Aber Mirko Drotschmann, falls du das hörst, ich will auch nicht politisch werden, ey. Menschensamen heißt das nicht anders. Nein, es sind garantiert Menschensamen. Ich meine, so wird es da gesagt. Ich würde sie wachsen lassen. Menschensamen. It does sound a bit inconvenient having a person growing out of your upholstery. Boah, aber niemand sonst würde die Menschensamen wachsen lassen, Bro. Every man is the architect. Experiment, true. War nur ein soziales Experiment von ihm. There is a box in front of you. Inside it is your future. Okay, Bro, was soll das jetzt Ultimately, heißen? No answer here is wrong. It's just a choice on how you want to live your life. Do you go on an unknown journey or take control of your destiny and choose your own outcome, whatever that may be? Okay. Es ist nur die Entscheidung, wie du dein Leben leben möchtest. Begibst du dich auf eine unbekannte Reise oder nimmst du die Kontrolle über dein Schicksal? Okay, das ist jetzt sehr, sehr deep. Warte, ich mach mal meine Cam weg. Mit dem Strom gehen oder die Kontrolle? Das ist jetzt eine sehr, sehr tiefe Metaebene. Ich bin garantiert ein Freund von selber die Kontrolle übernehmen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Good for you. Aber sich mit dem Strom mitreißen zu lassen, ist natürlich leichter, ne? Aber dadurch ist die Chance auch höher, dass man unglücklich wird. Und nicht da rauskommt, wo man eigentlich hin will. Aber dafür hat man eventuell ja, weniger Stress in dem Sinne, weniger Kopfhicks. But do you ever take control?
or just always answer A or B? Das ist sauschwer. Niemals die Zukunft wissen, das macht immer unglücklich. Ach, Bro. Was ist, wer ist das? Jeder wird es bereuen. Man weiß nicht, das ist gerade voll 50-50. Ist es buchstäblich 50-50? Ah, nee, scheiße, Kontrolle übernehmen. Hat ein bisschen mehr gehabt. Ich habe das jetzt nicht ausgewählt, weil ich nicht erkennen konnte, dass das mehr hatte. Cowards die many times before their deaths. In front of you stands everyone you've done wrong by. Was geht jetzt hier ab? In front of you stands every decision you didn't want to make. Oh nein. But still made. Or did you? Oh no. Everyone, das Todproblem. Including the dead, move towards you slowly. Every decision you've made up to this point is staring back at you. Oh nein. Do you run or stand firm and confront your past? Okay, das ist schon wieder komplett deep. Warte. Wirst du dich deiner Vergangenheit stellen oder davonlaufen? Ich meine, man sollte Verantwortung für das tragen, was man für Entscheidungen getroffen hat. Auf der anderen Seite, wir hatten keine Wahl. Wir mussten die Kinder umbringen und die Atombomben auf irgendwelche unschuldigen Städte werfen. Is avoiding your issues this much not tiring? Wir mussten. Kann ja nicht schaden. Naja, das sind halt so. Guck mal, das ist auch der Hund. Wir haben Hunde ermordet, wir haben Kinder ermordet, wir haben Familien auseinandergerissen. Aber Chat, Moral der Geschichte. Man muss aus seinen Fehlern lernen und diese anerkennen. Man darf sie nicht leugnen. Oh, auch von Plato, Digga. Wenn der Tod persönlich mich besuchen kommt, heißt das nichts Gutes. The dead present a railway track to you. Before you know it, they have gone. Crazy. All good things come to an end. You stand alone. Next to you is a railway track. A trolley is barreling down it in your direction. There's no lever in sight. Oh nein, warte, ich versuche jetzt zu predikten, was jetzt passiert. Wir sind jetzt quasi in der Position, dass jemand anderes dieses Trolley-Problem vom Anfang macht und uns dann killt, oder was? You notice the entire world sits next to you on the track. The trolley will surely hit so. It, killing everyone and everything. Yeah. You hear a whisper. Sacrifice yourself to me, or I will take everything. What do you do? Ach so, nee. Okay, ich dachte schon. Also buchstäblich man selber verreckt oder buchstäblich alle anderen verrecken auf der Welt. Also schon A, oder? Ich meine, es ergibt auch Sinn, sich selber, ich meine die Welt zu opfern. Weil man kann ja auch leben ohne Welt. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ach komm, der soll... Beelzebub soll mal gehen. You're just going to give everything up, just like that. Ich meine, man kann ja auch über die Überlebenschancen sind ja auch hoch, wenn man die Welt opfert. Digga, ich würde auch so wegschnitzen. Who even is this? How do you know they aren't lying? Na stimmt, das ist buchstäblich einfach nur irgendeine Stimme in unserem Kopf. Oh, wir sind geisteskrank gerade. Wer sagt denn, dass das auch so stimmt? Oh nein. Ja, nee, ich würde... Jeder, der sich nicht selber opfern würde, krank. Okay. From the Pit Magistrate's Court. Tell 616. Subject, Justice. Your sins can no longer be ignored. Beelzebub summons you for crimes against you. Okay, Tag des jüngsten Gerichts quasi. Hope for the best, prepare for the worst. Your eyes feel heavy. The room around you is imbued with a sense of archaic evil. Overcome by the smell of sulfur,
All you know for sure is that you're miles below the crust. Ja. You're swiftly escorted into a courtroom, where you're put on trial. You have killed many people and oh ja, among other crimes. Viele Kinder, Dicker. How do you plead? Okay, for real. Bei allem, was wir heute getan haben, was würdet ihr plädieren? Bro, also noch schuldiger als wir können ja nicht sein. Aber angenommen, wir hätten immer jeweils die Entscheidung getroffen, die wir nicht getroffen haben. Wären wir dann auch schuldig gewesen oder wären wir dann unschuldig gewesen? Also glaubt ihr, wir hätten überhaupt die Wahl gehabt, irgendwo unschuldig zu sein? Ich glaube tatsächlich, really? Wir wären eh schuldig gewesen. Egal, was wir getan hätten. Also ist quasi unsere ganze Welt, unser ganzes Leben eine einzige Schuld. Ne, keine Ahnung, ich versuche auch gerade Dieb zu werden. Ja, wahrscheinlich schon. Also wir haben ja die ganzen Leute umgebracht, ne? Inwiefern sind wir nicht schuldig, Bro? Ihr hattet... Du glaubst, wir hatten eine Wahl. Okay, that's interesting. Vielleicht hatten wir sie. Ah, ich glaube nicht. Oh, Rip Polly. Oh, wir haben Polly so hart ermordet. Oh nein. The jury finds the defendant guilty on three counts. Oh, Gewalt gegen Tiere. Murder. Two. Animal cruelty. You should have saved the dog. Three. Attempting free will. You're sentenced to conform without the possibility of parole. You will never again be free to choose. Alter, das Game wird ja mega uncanny. Do as the Romans do. Warum ist mein Mauszeiger so ein bisschen mit Blut voll? You're at the base of a bridge. You have no idea how you got here. A person stands before you, atop the overpass. They're next to a lever. A voice whispers to you, "We know what's best. Remove that choice. Afterwards, you can jump off a bridge with us." There is a runaway trolley traveling below you. You're part of the collective now. You can't let that person's free will get in the way of progress. Eliminate them. You probably should do it. Fit in with the group. Hashtag friends. Hashtag ja. Love. Hashtag Instagood. Also quasi, ob ich jetzt noch mehr Leute kill. Bei Gott, Gore. Also quasi, ob ich jetzt noch mehr Leute kill oder ob ich einfach gehe. Bro. Mega lul. Boah, weiß nicht. Ich glaube, ich würde gehen. Würde ihr auch gehen? Warum ist es so knapp? Oh mein Gott. Wer B nimmt Pussy, verpiss We're dich halt. Going to find out ah, ich glaube, ich würde mich aggressiv verpissen. Question. Warum sind es immer diese Straßenbahnen? Was ist eigentlich los mit denen? Nee, ich glaube, ich würde mich verpissen. Du bist jetzt Teil If des Kollektivs. Your friends jump off a bridge, would you? Oh, ich hasse diesen Satz. Huh? Huh? Egal, was wir machen. Wait, what? Wow. Ach so, das meinte sie mit, wir haben keine Wahl mehr. Oh, I guess das meinte sie, okay. Do you honestly want to kill people? Or are you just copying others? Would you rather be a leader or a follower? Hinweis des Entwicklers, dies ist eine plumpe Metapher für den Druck der Gesellschaft. Tötet euch nicht gegenseitig und springt nicht von Brücken. Wow. Kill your masters. Wow, oh mein Gott, dieses Game wird, oh nein. This is it. The last question before we wrap up. By far the most important one. Okay, last question, boys. Do you feel society pressures you to do things you don't want to, constantly forcing you to chase some distant concept of happiness? Wow. Das ist eine ziemlich brutal ehrliche Frage. Verspürst du den gesellschaftlichen Druck, etwas zu tun, das du nicht willst, ständig dazu gezwungen, irgendein entferntes Konzept des Glücks zu verfolgen? Das ist too real. Das Spiel soll mal aufhören, so reale Fragen zu stellen. Ach krass, dass Leute Nein antworten. Das freut mich aber. Naja, bei mir ist es auch Ja, Bro.
Ist leider. Ach krass, das war's jetzt, okay. Heftiges Ende. Heftiges Ende. Ja, das ist quasi das Problem. Ja, okay, crazy. Das war einfach das Ende. Ja, aber es war sau das coole Spiel. Ich habe die ersten paar Fragen gesehen, so bei anderen Streamern, dachte mir so, wow, das möchte ich auch mit meinem Chat machen. Und das Game ist echt in so eine andere Richtung gegangen, als ich dachte. Das Game ist echt in eine hart andere Richtung gegangen, als ich dachte.